Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Taschenheinze, der Briefmarken wegsortieren tut. Berlin Teil 2. Ab ins Album. Hab dann noch ein bisschen sortiert, sind dann doch weniger geworden als gedacht. Aber deshalb sind sie nicht weniger schön. Es sind dann doch noch eine ganze Menge Ungestempelte dabei gewesen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt Spaß an der Sache. Habt angenehme Leute für euch ringsum. Und habt ein bisschen Spaß, die Briefmarken aus Berlin zu sehen.
Das ist auch falsch rum, ja. Eine Briefmarke aus Berlin, der heißt Große Neugierde. Behaltet das bei. Und all das jetzt hier schauen. Behaltet die große Neugierde bei. Werdet dahingehend nicht erwachsen. Bleibt neugierig. Die Neugierde ist es, die uns neugierig macht. Also Berlin hat den Lustgarten, die große Neugier, ein Tor und auch sonst viel zu sehen. Ich wollte gerade sagen, die große Freiheit, aber die große Freiheit war ja in Hamburg. Fataler Geografiefehler. Nicht viel, aber geschichtlich wertvoll. Eine persönliche Erinnerung, was die Stadt für mich bedeutet. Ich finde sie schön, ich habe familiäre Bindungen hin. Fahrt mal hin,
Nehmt euch Zeit. Ist eine schöne Stadt. Und als nächstes kommen die Briefmarken der Bundesrepublik Deutschland, D-Mark, D-Mark Euro, Euro und dann Deutschland. Das wird ein bisschen mehr werden, liebe Freunde. Habt euch wohl, bleibt gesund, genießt das Wetter, wenn es mal nicht regnen sollte dieses Jahr. Bis demnächst beim Briefmarkensortieren.